Ey, yo, was geht ab? Seid ihr richtig gut drauf? Ey, yo, was geht ab? Wir sind richtig gut drauf. Heute wird's richtig mal toll und so, denn heute geht's richtig ab rein und so. Hey, hey, yo, was geht ab? Seid ihr richtig gut drauf? Wollt ihr mal ein Abo da lassen? Dann wäre ich richtig gut drauf. Das wäre toll, wenn ich ein Abo kriegen würde, weil guck mal, wie viele noch nicht abonniert haben. Filmst du gerade meinen Schwanz? Das ist nicht cool drauf. Yeah, habt schon die Codes benutzt von meinen Partnern? Yeah, yeah, das ist alles in der Beschreibung, ja? Die bezahlen die Rechnungen hier, weil kann man mit so vielen Klicks überhaupt so viele Angestellte haben, Freddy? Nein, kann man nicht, aber zum Glück gibt's noch meine Partner, yeah. Wart ihr schon bei Koro oder bei Anker Kraut, yeah? Vielleicht auch Kreuzers Account erstellt, wup, 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 wup. Herzlich willkommen zurück bei einem sehr klassischen Bestellvideo. Ich habe etwas rausgefunden und wir haben uns ja schon sehr durch die Bestelllandschaft von Köln durchgeprügelt, aber es kommen neue Sachen und dann bin ich natürlich da und ich sag's euch jetzt, wie es ist. Ich habe die beste Pizza Kölns gefunden. Ihr wisst es, ich habe mal ein Video dazu gemacht mit meinem Lieblingsplatz, ne? Mit meiner Lieblingspizza so. Das ist ja so eine Ami-Pizza gewesen, aber ich bin ja auch offen für so napolitanische Pizzen. Das ist wirklich so krank lecker. Die haben in der kürzesten Zeit jetzt 1130 Bewertungen bekommen, aber nur 4 von 5 Sterne. Ich bin mal gespannt, was hier negativ auszusetzen ist, weil ich habe wirklich schon ein bisschen zu oft am Wochenende vielleicht mal, ne? Weil die haben auch Pasta und so. Wir schauen mal in die Bewertung rein, weil ich muss das verteidigen. Ich sage, es ist wirklich eine der besten Pizzen, die ich jemals gegessen habe in Köln. Die ist crazy. So, schauen wir aber mal. Was schreiben die Leute? Unglaublich leckere Pizza, Riesenpizzabrot, vom Essen komplett überzeugt. Lieferzeit war sehr lang, aber nicht schlimm, da es nicht geeilt hat. Lohnt sich. Einfach anonym schlechte Bewertung. Pizza schmeckt echt unnormal. Unnormal gute Essen bei vielen lieben Dank. Die ist bestimmt nicht gekauft, die Bewertung. Nochmal. Pizza schmeckt echt unnormal, sehr gute Essen, vielen lieben Dank, Name des Restaurants, sehr korrekter Thema. Das Essen kam erst nach fast 2 Stunden, statt nach angekündigten 60 Minuten. Nach einem Anruf nach 60 Minuten sagte die Pizzeria, der Fahrer würde in 2 Minuten losfahren. Ab dann hat es nochmal fast 1 Stunde gedauert, schade. Essen 3 von 5 Sterne, Lieferung 1 von 5, ist ja okay, aber warum war das Essen dann schlecht? Leider kam das Essen über 90 Minuten zu spät. Hat auch nicht wirklich gut geschmeckt. Käse etwas muffelig. Lieferzeit über 90 Minuten angegeben waren 60. Pizza war gut, aber an einigen Stellen verbrannt und insgesamt zu kalt und weich. Das geht besser. Okay. 2 Stunden gewartet. Okay, immer wieder das Lieferding. Aber was, da gibt es ja eine separate Bewertung für. Naja. Pizza sah aus wie eine Suppenschüssel mit Tomatensuppe und verkohlten Basilikumblättern. Mit Essen von einer italienischen Nonna hat das nichts zu tun. Nie wieder. Ich sag gerade, das ist die beste, ne? Also, okay, das sind schon Extreme. So, so, Freddy. Ja, ja. Grundsätzlich sehr gute Pizza. Allerdings muss ich von der Parma Deluxe abraten, zumindest so wie sie gestern bei mir angekommen ist. Der Boden war total durchweicht und mittendrauf saß eine ganze Mozzarella. Einfach so, ungeteilt und kalt. Okay, hier haben viele Leute anscheinend eine größere Negativerfahrung gemacht. Die habe ich noch nicht, aber vielleicht auch jetzt beim Testen dieses Videos. Who knows? Let's bestell, würde ich aber sagen, ne? Antipasti sind 3 Meatballs in Soße mit Mozzarella überbacken und kleines Pizzabrot mit Tomaten und Oliven. Ich würde einfach mal das Pizzabrot nehmen, ne? Mhm. Obwohl, nee, ich nehme das Pizzabrot, komm. Mit Tomaten und Oliven klingt geil. Wir haben jetzt hier eine Pizza Marinara mit Tomaten, Knoblauch, Oregano und Olivenöl. Du kannst dazu immer noch drauf machen, Chiliöl, Knoblauchöl, Artischocken, Blattspinat, Büffelmozzarella, Champignons und viel mehr Zeug. So. Ein bisschen zu basic, oder? Okay, dann haben wir noch die Pizza Marinara Pimpt, genau wonach du gefragt hast. Da ist jetzt einfach nur noch Sardellen drauf dazu, ehrlich gesagt. Ich esse keinen Fisch jetzt mehr, habe ich okay. Mir gedacht. Okay, ja. Schaut irgendeine Netflix-Doku. Pizza Margarita. Ja. Okay, Pizza Margarita vegan, da ist veganer Käse drauf. Ich bin so ein Vegetarianer-Typ, so, okay. Gemüse drauf. Habe ich das Beste für dich jetzt hier? Carbonara. Mit Ei drauf oder was? Nee, doch. Mit einer feinen Creme aus Eiern, Parmesan und Sahne, dazu Schnittlauch und schwarzer Pfeffer. Das soll original neapolitanisch sein und die machen Carbonara mit Sahne? Vegetarisch. Ja. Nee. Bufalina ist auch vegetarisch, ist Büffelmozzarella, Basilikum, Parmesan, Olivenöl. Hm?
mehr, in, geht auf jeden Fall mehr schon in die Richtung. Das hört sich nice an. Dann haben wir hier typisch napolitanisch, neapolitanisch, nobiladisch. Das auch nicht, wie man sagt. Haben wir Pizza Succhina. Klassisch italienisch. So. Wir haben jetzt hier Valentina, fein luftgetrockneter Bresaola, Rinderschinken, Zitronensaft, Parmesan. Oh. Also okay, bin ja so vegetarisch, ne? Nein, ich mag gerne Pizza mit viel Gemüse drauf. Also das, aber das klingt auch richtig geil. Dann haben wir noch, ich sag ja, ist komplett krank. Wir haben eine rote Ofenpaprika auf der Girardino, Babyartischocken, Babyspinat, Mandelparmesan, Cashew-Ricotta und Olivenöl. Das ist deins, ne? Boah, das klingt richtig wild. Oh mein Gott. Ich mache mal Parma Deluxe, das ist mit Parmesan und dünnen warmen Parmaschicken. Und dann haben wir noch mal was mit Pistazien und Burrata. Oh, warte, hier ist auch noch was für dich. Testa Rossa mit einer roten Ofenpaprika, scharfer Nudja-Wurst, Salsiccia, scharfem Honig, geräucherter Mortadella, Parmesan und Olivenöl. Das ist voll der kranke Scheiß hier. Boah, also da, boah, das ist jetzt so schlimm, weil eigentlich müsste man kostet zwei übrigens, von diesen kostet übrigens 12,90 dann so eine Pizza. Ja, aber die, eigentlich will ich die probieren. Die aber mit dem scharfen die, Zeug hier? Ja, einmal, die ist so geil, aber die mit dem Artischocken-Zeug da und dem... Sollen wir einfach beide bestellen? Ist doch hier ein Test. Und dann nimmst du die eine für heute Abend mit und frisst halt zweimal Pizza. Ja, das klingt so interessant. Okay, dann, so machen wir, diese Salsiccia-Geschichte. Ja. Ne? Ich gehe bei Back to Basics, weil das muss man ja auch mal zeigen, das ist die Prosciutto di Funghi. Ich mache bei mir noch mit drauf immer mal Chiliöl und Knoblauchöl, damit es schön ölig ist. Jetzt sind wir mit 3 Pizzen bei 41 Euro, will ich nur mal ganz kurz sagen. Ne? Okay. Genau, dazu gibt es jetzt noch Pasta-Gerichte. Die lesen wir nur vor, wir gehen wirklich nur auf die Pizza heute. Falls wir mal die Pasta nochmal testen sollen für euch, weil die sind auch crazy, lasst gerne ein Like da, machen wir gerne. Das ist ein guter Essenstag für uns dann. Wir haben hier Spaghetti Pomodoro, das sind 3 Sorten Tomaten, Basilikum, Parmesan, Olivenöl, also richtig fresh. Aioli, Olivenöl, Knoblauch, Tomaten, Chiliflocken, Sorrentina, das sind Kirschtomaten, Fior di Latte, Mozzarella und Olivenöl, Basilikum. Das habe ich das letzte Mal gemacht hier. Das sind die Spaghetti Amatriciana, keine Ahnung, was das genau ist. 9,50 Euro, ne? Denkt man jetzt erstmal, oh mein Gott, Abschrecker, es ist doch teuer, müssen wir gar nicht drum rumreden, aber das sind halt wirklich auch solche Dinger, ne? Das sind so Klötze und du frisst einen davon und hast den ganzen Tag keinen Hunger mehr. Spaghetti und Meatballs, 3 Meatballs mit einer Marinara-Sauce. Lasagne Bolognese gibt's noch, Tagliatelle mit Ragout-Bolognese und dazu, wir müssen es machen, also es gibt hier auch die legendäre Pizza Nutella, ne? Als Nachspeise. Sehr geil. Ja, okay, komm, fuck it. So, jetzt ist auch egal. Wir machen ja Pizzen. Weil normalerweise sage ich immer, ihr wisst es beim Italiener, am Tiramisu zeigt sich das Ding. Ich habe das Tiramisu gemacht. Es ist komplett, hier steht es auch, da, okay, steht nicht mehr dabei. Es ist aber komplett selbstgemachtes Tiramisu. Die ich hatte, ich habe mir schon 2 Mal bestellt und es ist krank lecker. Und sonst gäbe es noch als Dessert Tortino, Schokoladenhörnchen mit weichem Kern. Lasst ein Like da. We try. Geilste Pasta auch noch in Köln, könnte es auch sein. Bin ich ganz ehrlich. Wie viele Likes? 11.020. 11.020. 21. 11.021. Bitches, let's try. Wir bestellen jetzt die Dinger. Sind 50 Euro für 4 Pizzen. Wir sehen uns gleich wieder mit den sickesten Pizzen. Geil. Let's go. Es ist angekommen. Das war sehr schnell. Von wegen 2 Stunden. Also die Erfahrung, die ich auch immer hatte. Halbe Stunde tatsächlich. Auch mit einer größeren Bestellung. Es geht fix wie nix. Fangen wir erstmal an mit der Vorspeise. Und hier haben wir nämlich nochmal so ein geiles, fluffiges, dickes Pizzabrot mit Soße drauf. Und ich glaube, na eigentlich war da nicht noch Mozzarella drauf oder sowas? Ich schau mal kurz drin oder so, ist auch nichts. Aber guck dir mal diesen geilen Teig an, Alter. Guck es dir an, Mann. Also hier jetzt eine Glutenunverträglichkeit zu haben, einfach pain in the ass, oder? Also so richtig Zöliakie, ja, das ist auf jeden Fall pain, ja. Das ist so lecker, Mann. Probier mal. Es ist die Perfektion von Teig. Also es hat ja einer geschrieben, von wegen hier verbrannt und so, ne? Aber ganz ehrlich, die schwarzen Stellen, die man hier hat, die sind bei einem Steinofen, einem richtigen Steinofen, voll normal, Alter. Für mich noch ein bisschen Olivenöl dazu, bin ich happy, Alter. Mm. Das Einzige, was für mich hier noch fehlt, Dips. Das ist wirklich Amerika. Das ist so Ami-mäßig, aber hierzu noch einen geilen Dip, aber kann man sich auch selber holen. Es gibt so einen geilen Knoblauch-Dip irgendwie beim Rewe oder sowas, weißt du, und dann ist einfach nur noch... Nee, da bin ich Olivenöl über alles. Und ja, das geht auch, klar, muss man ein geiles Olivenöl haben, aber dann... Oh!
Alter. Oh, und das ist auch noch die vegane, muss man sagen. Ne? Das ist die vegane noch, ja. Also hier nächstes Mal auf egal was für Veranstaltungen wir hier vielleicht mal mit Leuten irgendwann mal wieder geben können in der Zukunft, weil bei unseren alten Partys vor Corona haben wir immer Pizza bestellt, weiß ich auf jeden Fall, was für vegane Pizzen ich jetzt hier auftische. Mhm. Der Teig natürlich jetzt nicht steif, es ist aber wirklich hauchdünn. Also es kann gar nicht so, weißt du, dieser... Weil nein, das ist so eine, die musst du so halten. Richtig. Die musst du so falten. Das ist zu viel Belag halt. Der richtige Italiener, genau, der isst die so. Alter. So, einfach rein jetzt. Oh, das ist fresh. Und vegan, Alter. Mm. So, ich reich dir das jetzt rüber. Hier, warten wir nochmal sein okay. Urteil ab hier. Ja. Ist gut, ne? Oh, yo. Also selbst die Pete's Meats könntest du hierhin einladen und die würden auch eine 5 von 5 geben. Es ist eine 5 von 5. Aber wirklich. Wir müssen weitermachen, Leute. Mm. Das ist pervers. Guck mal, wie das leuchtet, Alter. Boah, das ist diese Paprika Salsiccia. Das ist auch meine. Boah, oh mein Gott. Boah, hab ich Bock auf die. Oh mein Gott. Die sieht ja nur noch gemein aus. Oh mein Gott. Boah, wie das in der Topcam auch aussieht. Oh mein Gott. Oh. Boah, dieses Video ist einfach nur noch. Jetzt ist nur noch 50% Gestöhne, Alter. Es ist nur noch pervers. Ich sag's euch, wie es ist. So, warte, gib mal dein Tellerchen her. Dann gebe ich dir schon mal. Fette Wurst habe ich dir auf deinen Teller gelegt. Da ist dieser Honig dabei, ne? Oh, das ist der scharfe Honig. Das ist so geil. Die ist rund, die ist geil. Da ist alles geil dran. Da ist konsequent alles geil dran. Das ist wirklich einfach nur. Boah, lass mal schnell fertig machen, das Video, Alter. Das wird mein neues Ding. Ist ja fast Wochenende, wenn wir drehen, aber das wird am Wochenende nochmal ein Thema bei mir. Es ist wirklich, als hätte jemand Crack da drauf gemacht. Es ist unvernünftig, wird man hier. Unvernünftig. Boah, ist das eine geile Kombo, Alter. Back to the basics, wie das schon riecht hier, ist fantastisch. Die, also ich kenne sie sehr gut, ich gebe dir jetzt hier nochmal ein Stückchen von, weil es ist einfach es ist einfach die pure... Ich möchte jetzt die komplette Experience haben davon, bin ich ganz ehrlich, wenn das dein Favorit ist, Mann. Fungi Prosciutto ist sowieso immer geil. Das dann noch gut zu machen, da war ich ja schon begeistert, weil es halt einfach nur viel Soße, Chiliöl, Knoblauchöl noch drüber. Oh ja, der Knoblauch, Die ist trotzdem mein neuer Favorite, das ist ja so krank. Die ist schon heftig, auch für eine vegane Alternative ist das krank heftig. Jetzt bleibt uns nur noch eine Sache übrig und das ist der Nachtisch, ne? Und hier, ihr könnt es euch schon vorstellen, gleicher Pizzaboden, nur noch mal in voller Perversion. Ab irgendeinem Punkt muss man sich auch nur fragen, was willst du denn noch mehr? Das Ding hier habe ich schon so oft probiert, an Wochenenden an einem Tag zu killen und ich brauche jedes Mal zwei. Zack, let's go, Prost. Das ist originales Nutella. Das ist zum Frühstück, ne? Nee, Mann. All the things that can go wrong. Das ist eine halbe Stunde, geht's dir gut und dann ist dein ganzer Tag am Arsch. Aber ich sag's dir, wie es ist. Pervers. Das hier zu einem guten Filmeabend oder so. Ja. Und du schläfst um 22 Uhr wie ein Baby. Boah, ich will einen zweiten Teil, oh mein Gott. Ich kann einfach nur sagen, das gibt's auch noch in Pasta, ne? Muss jetzt überlegen. Und es ist genauso pervers. Und da würde ich mich auch gerne noch mal ein bisschen durchprobieren. Mach ich ansonsten privat, wenn ihr es nicht wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen über ein Like. Dann machen wir gerne noch mal eine Pasta-Abwandlung davon, weil ich glaube wirklich, es ist fast sicher zu sagen zu können, es ist der beste Italiener zum Bestellen in Köln. Es gibt sicherlich noch andere, wo man nicht bestellen kann, aber zum Bestellen, es sind wenige Artikel, Pizza und Pasta und irgendwie eine Nachspeise, die aber auch mit Pizza besteht und kein Schnitzel, kein nichts Bullshit, extra. Alter. Es ist die Sachen, die sie können und dann gut. Und was du dann da drauf machst, scheißegal. Lass einen Daumen nach oben da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir werden uns jetzt hier richtig reingönnen. Boah, und, 11.221 Likes da, Alter. Bis zum nächsten Mal. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.